Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute gerne die Bücher zeigen bzw. über die Bücher reden, die ich im Monat Juni gelesen habe. Insgesamt sind das 18 Bücher und für alle, die jetzt sagen, um Gottes Willen, 18 Bücher, alles ganz entspannt. Es hat eine Bewandtnis, weshalb ich auf 18 Bücher komme. Und an dieser Stelle hätte ich auch fast noch vergessen, dass ich ja noch zu diesen 18 Büchern ein Hörbuch gehört habe, beziehungsweise 18 Bücher gelesen und ein Hörbuch gehört. Und wenn euch interessiert, welche Bücher das sind, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und wie immer an dieser Stelle möchte ich euch einen kleinen Einblick darüber verschaffen, wie ich das Video gliedern möchte. Und zwar werde ich beginnen mit den Büchern oder ja, mit den Büchern, die ich für mich gelesen habe. Dann gehe ich zu den Kinderbüchern und am Ende zeige ich euch noch die Manga und Comics im Schnelldurchlauf. Ja, den Anfang macht Der Opiummörder von David Morrell. Das ist der Auftakt einer dreibändigen Reihe und diese Geschichte spielt aber sowas von im viktorianischen Zeitalter und zwar in London um 1854. Ja, es ist ein grausamer Mord geschehen, der die Bevölkerung Londons aufschreckt und in Aufruhr versetzt und vor allem auch an die Vergangenheit erinnert, denn dieser Mord hat Parallelen und Ähnlichkeiten zu einem Mord, der, glaube ich, ja 1811 passiert ist, also so ungefähr 40 Jahre früher. Ja, und den Detective Sean Ryan auf den Plan ruft. Und dieser verdächtigt auch gleich jemand, und zwar den Schriftsteller Thomas De Quincey, der nämlich mit seinem Aufsatz Der Mord als eine schöne Kunst betrachtet, kurz zuvor einen großen Skandal ausgelöst hat. Und zwar, weil er sich dort in diesem Buch oder in diesem Aufsatz auf die Morde aus 1811 bezieht und man irgendwie den Eindruck bekommen könnte, er kennt sich richtig gut aus und muss scheinbar ja Insiderwissen haben. Genau, aber schon bald ja, stellt sich heraus, dass das irgendwie vielleicht doch nicht so ganz stimmen kann und dann müssen die beiden sehr ungleichen Männern zusammen miteinander arbeiten. Und ich liebe Geschichten, die im viktorianischen Zeitalter angesiedelt sind. In der Vergangenheit habe ich eher überwiegend Historical Romance Titel gelesen. Aber mir wurde dieses Buch vor ein paar Jahren in einer Buchhandlung empfohlen, weil ich irgendwas Historisches gesucht habe und ja, ich muss sagen, ich bin richtig begeistert gewesen von diesem Buch. Also der Einstieg in dieses Buch war sofort gespickt mit Hintergrundwissen zum Leben in diesem Zeitalter damals. Also es gibt verschiedene Themengebiete, die tatsächlich hier angesprochen werden. Es wird hier zum Beispiel auch direkt über Thomas De Quincey geschrieben und erzählt. Und ja, man erfährt in den ersten Seiten tatsächlich, dass es Thomas De Quincey gegeben hat, dass er eine reale historische Persönlichkeit ist und dass er auch ja, diesen Aufsatz
der Mord als eine schöne Kunst betrachtet, ja auch geschrieben hat. Und er hat auch, warte mal, hat er diesen Aufsatz wirklich geschrieben? Ja, ich glaube, diesen Aufsatz hat er auch geschrieben. Berühmt geworden ist er. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Buch hieß. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich hatte das gerade im Kopf, jetzt ist es mir entfallen. Er hat auf jeden Fall die ersten Aufmerksamkeiten auf sich gezogen, als er über seine Opiumsucht gesprochen hat. Und zwar ist das tatsächlich etwas gewesen, was ja in der damaligen Zeit sehr weit verbreitet gewesen ist, also die Verwendung von Opium. Man hat, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenbringe, sogar Opium in handelsüblicher, herkömmlicher Medizin verarbeitet, die man zum Beispiel auch Babys gegeben hat, wenn sie zu viel geschrien haben. Man hat es nur anders genannt. Laudanum, glaube ich. Also Thomas de Quincey ist in dem Buch auch Laudanum abhängig. Und ja, also das fand ich schon richtig spannend, dass es diesen Menschen wirklich gegeben hat, dass auch so seine Opiumsucht das ganze Buch über ein Thema ist. Und es werden immer mal wieder auch so Sachen erklärt vom Autoren, also von David Morrell, die zu dieser Zeit auch wichtig waren, wie zum Beispiel die Frauen damals leben mussten, dass sie mit ihren Reifröcken zum Beispiel ja nicht so wirklich schnell unterwegs waren, anders als jetzt Männer die Hosen anhatten. Und Thomas de Quincey ist fast 70 Jahre alt zu dem Zeitpunkt hier in der Geschichte. Und er hat eine junge Tochter, die ist 21, 22, und die geht mit der allerneuesten Mode mit, zum Beispiel. Und das bedeutet für sie, sie trägt Kleidung, Kleider, die etwas mehr Bewegungsfreiheit ihr ermöglichen. Und da wird sie halt schief angeguckt. Also es wird sehr, sehr, sehr viel mit den Gepflogenheiten in dieser Zeit gespielt. Das fand ich richtig super und sehr, sehr informativ und wirklich auch gut in diese Geschichte mit eingebracht. Und das war unterhaltsam. Ich habe kein großes historisches Grundwissen, was das viktorianische Zeitalter betrifft, also kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit das alles auch korrekt ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass ja hier der Schriftsteller wirklich auch Wert drauf gelegt hat, das so korrekt wie möglich zu halten. Ich glaube, er hat das auch im Nachwort erwähnt, dass er da sehr viel in die Recherche rein investiert hat, und ich finde, dass das hat man dem Buch auch angemerkt. So, das ist für mich ein richtig großer Pluspunkt an diesem Buch. Dann ja, begleitet man zum Beispiel den Detective Sean Ryan, der auch so gewisse modernere Ansichten darüber hat, wie eine gute Polizeiarbeit zum Beispiel auszusehen hat. Und dann bekommt man aber auch mit, was für Schwierigkeiten er hat, was für Steine ihm hin und wieder in den Weg gelegt werden, weil er auch irischer Abstammung ist. Und das ist zu dem Zeitpunkt in England auch so ein bisschen hier und da ein Problem. Ja, dann begleitet man auf der anderen Seite auch ab und zu Thomas de Quincey. Passagenweise. Es gibt Passagen, die fand ich etwas langatmig, um nicht zu sagen langweilig, wo seine Tochter Tagebucheinträge verfasst, die man dann lesen kann, um das quasi nochmal aus einem
wiederum anderen Blickwinkel zu betrachten. Und da muss ich sagen, gerade bei diesen Tagebucheinträgen, da war das Buch langweilig. Also wirklich, das hat sich gezogen. Ich finde, das hätte man irgendwie einkürzen können, weil die Stellen mit Thomas de Quincey und Sean Ryan als Detective und seinen Kollegen zum Beispiel, die waren spannend. Da ging es dann auch, also die haben halt ein bisschen mehr rausgefunden, haben ein bisschen mehr zu dieser Spannung und zu dem Fortschritt der Handlung beigetragen. Ja, also das Buch hatte spannende, tolle Elemente drin, hatte aber auch so Passagen drin, die sich echt gezogen haben. Und ich habe mich ganz oft beim Lesen dabei erwischt, dass ich gesagt habe, es ist super spannend, es ist vor allem dieser historische Kontext super interessant, aber ich habe keine Lust, einen zweiten Band mit den Figuren zu lesen. Und dann gab es wieder Momente, wo ich gesagt habe, mir gefallen die Figuren im Zusammenspiel miteinander, weil es war stellenweise auch sehr lustig. Also vor allem, wenn jetzt das wieder aufgegriffen wird thematisch, dass Thomas de Quincey ja wieder neuen Stoff braucht, um überhaupt zu funktionieren. Also er ist wirklich stark opiumsüchtig und kann ohne Opium auch gar nicht mehr funktionieren. Das wurde zuweilen etwas lustig dargestellt, also zum Schmunzeln. Oder wenn sich die Polizisten mit der Tochter von Thomas auseinandersetzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube Emily, genau, sie heißt Emily. Die ja auch sehr moderne Ansichten hat, die vor allem auch eine Fähigkeit hat, Menschen dazu zu bringen, dass sie machen, was sie möchte. Und das war so stellenweise wirklich so lustig, dann zu sehen, wie die jungen Herren auf sie reagiert haben, dass sie dann rot geworden sind, dass sie sich das gar nicht vorstellen konnten, dass man jetzt darüber redet, weil sie waren am Anfang immer sehr darauf bedacht, ja, nicht zu viel über den Mord zu reden, über den Tatort, weil sie dachten, eine junge Dame halt nicht verschrecken zu können. Aber sie hat die Bücher ihres Vaters gelesen und ihr Vater hat bisher auch nie so wirklich darauf geachtet, seine Tochter in Schutz zu nehmen. Also er hat auch ganz normal mit ihr gesprochen. Das war halt für die beiden Herren von der Polizei am Anfang ziemlich neu und für andere Figuren eben halt auch sehr neu. Also das hat mich schon dazu bewogen, dass ich dann tatsächlich gesagt habe, so, ich gucke jetzt nochmal nach dem zweiten Band. Hab den auch bei Tauschticket gefunden. Der müsste jetzt hier unten liegen. Also für mich geht es mit der Reihe weiter, weil sie wirklich sehr, sehr spannend halt geschrieben worden ist. Und ich war auch überrascht, man steigt quasi am Anfang direkt in einer Mordszene mit ein. Also man darf dem Mörder über die Schulter gucken. Es war so krass, damit hatte ich nicht gerechnet, dass das auch sehr detailliert beschrieben wird, was er mit den Personen macht. Und dass man dann auch keine Ausblendung hatte, als zum Beispiel Kinder zu Schaden gekommen sind. Und ja, wie gesagt, für mich ein super toller Kriminalroman, historisch echt Bombe, hat aber definitiv auch Längen und das habe ich jetzt auch in den Meinungen anderer LeserInnen festgestellt, die dann meinten, ja, es hat sich so gezogen. Das stimmt, aber wenn man da am Ball bleibt, kann das sehr unterhaltsam sein. So, und dann ist das zweite Buch, das ich gelesen habe, ein E-Book gewesen. Und zwar habe ich von Agatha Christie
Das fehlende Glied in der Kette gelesen. Das ist der erste Fall für Hercule Poirot. Ja, und ich habe den Namen, glaube ich, richtig ausgesprochen. Und seinem Freund und Berater Hastings. Ich weiß gar nicht mehr, wie Hastings mit Vornamen heißt. Wie bin ich zu dem Buch gekommen? Also es ist ja nicht mein erster Agatha Christie-Roman, den ich jetzt gelesen habe. Ich glaube, ich habe letztes Jahr zwei Bände von Miss Marple gelesen. Ja, ich hatte irgendwie durch Zufall auf YouTube irgendeine Agatha Christie-Dokumentation entdeckt. Und ich weiß nicht, mich reizt diese Frau total. Mich interessiert sie. Sie hat literarisch, menschlich ja auch richtig was bewegt. Also sie ist ja quasi die erste Frau, kann man sagen, die halt mit Krimis so berühmt geworden ist. Ne? Also sie hat ja scheinbar auch ja, ein eigenes Genre, kann man sagen, innerhalb der Kriminalromane erschaffen. Und gilt ja für viele als Vorbild oder als Inspiration und ist ja genauso wie, jetzt darf ich es nicht verwechseln, Arthur Conan Doyle mit Sherlock Holmes, ne? Und sie ist, finde ich, irgendwie das weibliche Gegenstück zu Arthur Conan Doyle. Und ja, ich habe halt diese Dokumentation gesehen und musste dann aber, glaube ich, nach, weiß ich nicht, 5 oder 10 Minuten dann halt schon unterbrechen, weil ich halt gemerkt habe, sie reden ja natürlich über die Bücher und irgendwie hatte ich voll Lust bekommen, dadurch noch mehr von Agatha Christie zu lesen und mich nicht vielleicht eventuell zu spoilern. Ja, und hatte bei Scooby geguckt, da gibt es einige Titel von Agatha Christie drin und ich wollte aber den ersten Hercule Poirot lesen und das ist in Das fehlende Glied in der Kette. Den habe ich nur in der Bibliothek als E-Book gefunden und demzufolge eben dort ausgelesen. Also, wir lernen hier Hastings kennen, der, ich weiß gar nicht mehr, was der genaue Anlass ist. Ich glaube, irgendwie von einem alten Freund aus Kriegszeiten, ich glaube, das ist richtig, eingeladen worden ist auf dem Anwesen von dessen Familie irgendwie ein Wochenende zu verbringen oder einen längeren Aufenthalt. Und ihm wird quasi neu. Also er hat die Stiefmutter des Freundes schon früher kennengelernt, aber da war er halt auch noch, ich sag mal, ein Jugendlicher. Ne? Also da ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Er ist mittlerweile vielleicht ein Mann, Anfang, Mitte 30, würde ich vermuten. So, und er kommt halt da wieder auf dieses Anwesen und die Stiefmutter von seinem Freund, die hat sich neu verheiratet. Und die ganze Familie scheint so ja, gegen diesen neuen Ehemann zu sein. Irgendwas ist da nicht koscher und sie versuchen Hastings auch auf ihre Seite zu ziehen und halt quasi schlechte Stimmung gegenüber dem neuen Ehemann der Stiefmutter zu machen. Ja, und dann kommt es irgendwie dazu, dass dann im Laufe des Wochenendes ja, eben besagte Stiefmutter tot aufgefunden wird und dann geht es darum herauszufinden, wer denn die alte Dame umgebracht hat, was die Gründe sein können. Und das ist ja, denke ich, eigentlich schon auf der Hand. Das kann nur um Geld, ums Erbe gegangen sein. Und ja, Hastings begegnet unten im Dorf dem Belgier Hercule Poirot, den er, glaube ich, auch schon von früher kennt. Und er weiß halt, dass er ja eine
analytische Fähigkeit hat, dass er damals sogar als Polizist gearbeitet hat und wirklich die schwierigsten Fälle gelöst hat und mittlerweile sein Geld als Detektiv verdient. Und er wird hinzugezogen und ja, dann wird quasi ermittelt. Und ich glaube, in der Dokumentation gehört zu haben, dass ja Agatha Christie quasi die erste war, die dafür gesorgt hat, dass so ein Kriminalfall immer irgendwie vor versammelter Mannschaft aufgelöst wird. Ja, ich fand das recht unterhaltsam. Ich habe auch eine Zeit lang die BBC-Verfilmung, die BBC-Serie zu Hercule Poirot gesehen, also einige Folgen und fand es auch wirklich gut und habe tatsächlich auch geguckt, ob es diesen Fall auch irgendwie mal als Folge gab, beziehungsweise ob die Serie irgendwo in einem Streaming-Dienst vorhanden ist, weil ich dann während des Lesens auch voll Lust drauf hatte, die Serie zu gucken. An der Stelle fällt mir ein, dass ich zum vorherigen Buch, also zu der Opiummörder, auch ganz viel nebenher noch auf Wikipedia geguckt habe, weil mich eben auch dieses Buch dazu motiviert hat, animiert hat, noch mehr Hintergründe herauszufinden über bestimmte Figuren oder über bestimmte Dinge, die eben zu dieser Zeit passiert sind. So ist das eben auch bei ja, das letzte, also das fehlende Glied in der Kette gewesen. Ich habe bisher aber leider keinen Streaming-Dienstanbieter gefunden. Also man kann für viel Geld die gesamte Serie kaufen auf DVD, aber ich glaube, das mache ich dann eher nicht. Ja, also es hat mir, dadurch, dass ich ja die Serie schon kannte im Vorfeld, wusste ich auch so ein bisschen über die Eigenarten von Hercule Poirot Bescheid. Also er hat jetzt auch in diesem Kriminalfall sehr viel in Rätseln gesprochen und für ihn schien das irgendwie alles so ein bisschen klar. Man ist dann mehr auf Hastings Seite gewesen und hat dann so die falschen Schlüsse gezogen oder Dinge nicht so richtig gesehen, die Hercule gesehen hat. Und was Kriminalfälle angeht, bin ich selten eine große Leuchte. Also ich habe selten den Durchblick, bevor ja die eigentliche Tat dann am Ende aufgelöst wird. Also da muss das manchmal schon echt krass offensichtlich sein. Aber auch manchmal bin ich so ein blindes Huhn, was dann auch mal ein Korn findet. War jetzt in dem Fall, habe ich mich auch immer verleiten lassen. Man lernt ja auch viele, viele, viele Menschen kennen, die ein mögliches Motiv haben, die ältere Dame eben umzubringen. Und dann hat man, denkt man sich so, ja, der könnte es gewesen sein. Oder ja, die könnte es gewesen sein. Und so ist es gewesen. Und dann stellt man aber fest, vielleicht, okay, das war eine Sackgasse. Das war nicht das Richtige. Was hat Hercule gesehen? Okay, und ehrlich gesagt, ich bin ja nicht so, dass ich nochmal nachlese. Nochmal vielleicht zu dieser Stelle zurückgehe, um dann zu gucken, würde ich das mit dem Wissen jetzt auch anders betrachten? Ja, also ich muss sagen, dass sich das Buch auch wieder stellenweise ein bisschen gezogen hat. Also, dass es nicht schnell geht, sondern dass alles sehr langsam, sehr gemächlich, sehr cozy ist, ne? Also sehr gemütlich. Und ich glaube, das muss man vorher wissen. Und wenn man das vorher weiß und sich darauf einstellen kann, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Also dann war das auch für mich vollkommen in Ordnung, dass ich an diesem Buch Tage gesessen habe. Ich wollte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ja, also manchmal dürfen Bücher auch lange dauern. Genau, ohne dass sie dadurch schlechter werden. Ja, ich werde definitiv immer mal wieder, wenn ich so in diese Richtung reinfalle oder ja, in diese Situation komme, dass ich das möchte,
immer mal wieder Agatha Christie-Romane lesen. Das sind halt Wohlfühlkrimis, ne? Ich meine, da geht es nicht darum, zu zeigen, wie jemand bestialisch abgeschlachtet wird, sondern es geht eigentlich mehr darum, wie kommt man zu der Lösung des Falls. Und ich finde das toll. Ich mag Krimis. Ich habe aber mittlerweile auch Gefallen an Thriller gefunden. Ja, also mir hat es gefallen. Mir hat es eine schöne, gemütliche Lesezeit gegeben. Dann habe ich im Juni ja, ein kleines Booktube-Treffen hier in Berlin gehabt. Es war wirklich ein kleines, feines, aber tolles Booktube-Treffen. Ich habe ganz liebe Menschen kennengelernt. Ja, und ich find das immer noch toll, dass eine andere Booktuberin tatsächlich in meiner direkten Nachbarschaft ist. Und wir sind dann auch gemeinsam los und haben ja gleich einen Draht gehabt, gleich eine Welle. Und dann haben wir uns halt in einem anderen Bezirk eben getroffen. Unter anderem war halt auch Ingo von Das Literarische Viertel dabei. Und ja, das war also wirklich so bunt gemischt. Da waren halt LeserInnen dabei, die eben sehr gerne auch klassische Literatur lesen oder ich sag mal vielleicht auch so anspruchsvollere Literatur. Also Bücher, über die man vielleicht auch so ein bisschen mehr ins Grübeln kommt, als jetzt nur einfach so, okay, ich habe eins zum Abschalten, einfach eins zum Genießen. Und mir ist halt total im Hinterkopf geblieben, als Ingo meinte, dass er sehr, sehr gerne eben auch klassische Literatur als Hörbuch hört, dass das super für ihn funktioniert. Und dann dachte ich so, ja Mensch, das ist eine gute Idee. Klassische Literatur nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Und er hatte, ich weiß gar nicht, ob er das an dem Tag gemacht hat oder ob ich danach ein Video, ich glaube, ich habe danach ein Video gesehen über Hörbücher, die er gehört hatte. Und da hat er unter anderem von Sherlock Holmes, also von Arthur Conan Doyle, Hörbücher gehört, die ihm gefallen haben. Und er hat, ich glaube, von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann, gehört. Und dann kam in mir die Erinnerung von einem ganz, also von einem etwas älteren Video von Maike und Anja von den Bookfans, wo es auch darum ging, um klassische Literatur. Und da hatten sie irgendwie der Sandmann von E.T.A. Hoffmann vorgestellt. Und ich kannte das Buch bisher nicht. Also mir hat der Titel zwar irgendwie mal was gesagt, aber ich wusste halt nicht, worum es geht. Und dass das quasi irgendwie auch so zählt als erstes Kriminalspannungsbuch der klassischen Literatur. Und daran hatte ich mich irgendwie erinnert und dachte, Mensch, ja, dann versuche ich mich auch mal an der Sandmann. Geht tatsächlich auch nur eine Stunde das Buch, also eine Stunde die Hörbuchfassung, und ich habe mir das über die Bibliothek digital ausgeliehen. In einer Version, die von Alexis Krüger gesprochen worden ist. Und es geht hier um den jungen Nathanael. Und am Anfang der Geschichte lernen wir Nathanael kennen, als er ein Kind ist. Also man lernt ihn inmitten seiner Familie kennen. Er hat viele Geschwister und ja, erzählt dann auch darüber, dass er eigentlich eine gute Kindheit hatte, dass Mutter und Vater schon ganz nett sind, sage ich jetzt mal, für die damaligen Verhältnisse. Also ich glaube, er hat jetzt nicht irgendwie, also es wurde nicht thematisiert, dass er geschlagen worden ist und dass er eine schlechte Kindheit hatte, dass man mit dem Vater auch Späße machen konnte. Aber dann gab es halt wohl die eine oder andere Zeit, wo der Vater ganz zurückgezogen war, wo er abweisend wirkte und wo irgendwas Merkwürdiges war. Und zwar immer dann, wenn ein bestimmter
Mann ins Haus der Familie gekommen ist. Zu dieser Zeit mussten die Kinder immer früh ins Bett. Die Mutter hat Geschichten vom Sandmann erzählt, der dann quasi unartige, nicht schlafende Kinder bestraft. Und klein Nathanael hat sich irgendwann versteckt, weil er hinter diese Geschichte kommen wollte vom Sandmann und ja, dem Vater dann einfach mit diesem anderen unheimlichen Mann beobachten und belauschen wollte. Und ja, das war vielleicht keine so gute Idee, was er da zu Gesicht bekommt. Das hat ihn geprägt und dann steigt man quasi wieder in die Geschichte ein. Nathanael ist mittlerweile ein junger, erwachsener Mann, der mittlerweile ein Student geworden ist und ja, auch eine Verlobte hat, die er über alles liebt und wo er sich halt auch in den höchsten Tönen über sie auslässt und ja, darauf freut sie, eines Tages heiraten zu können, wenn sein Studium abgeschlossen ist. Und ja, dann taucht aber dieser unheimliche Mann aus der Vergangenheit von Nathanael wieder auf und dann scheint alles irgendwie mysteriös, gefährlich, geheimnisvoll zu werden. Und Alexis Krüger, also wenn er es jetzt wirklich war, der diese Fassung gelesen hat, denn ich habe jetzt das Hörbuch leider nicht mehr, also ich habe es dann wieder zurückgegeben und hatte versäumt, mir den Hörbuchsprecher aufzuschreiben und habe jetzt beim großen A geguckt, scheint wohl die gleiche Fassung zu sein. Boah, war das gut, war der spannend, hat der sich ins Zeug gelegt, diese Geschichte zu erzählen, diesen Wahnsinn zu beschreiben, diese Geheimniskrämerei am Anfang und dann wie Nathanael sich verändert, wie er, also, ja, weiß ich nicht, wie er dann den Wahnsinn, den Nathanael halt durchlebt, beschreibt, das hat er so gut vertont. Er war so drin in seiner Rolle, dass ich, während ich das gehört habe, es war wirklich nur eine Stunde und ein paar Minuten das Hörbuch, auch so richtig mitgefiebert habe. Und ja, eine richtig tolle Hörbuchzeit hatte. Und ich mir definitiv auch vorstellen kann, dass ich mir mal das Buch ausleihe, um das nochmal zu lesen. Also die Geschichte war richtig gut, richtig spannend und ich meine, die Figur des Sandmannes taucht ja in der Literatur das eine oder andere Mal auf. Gab es jetzt nicht irgendwie auf Amazon Prime oder so eine Serienverfilmung, was sich auch der Sandmann nennt? Ich habe keine Ahnung, ob sich das alles tatsächlich auf dieses Buch von E.T.A. Hoffmann bezieht. Ich kann mir das aber durchaus vorstellen, jetzt wo ich im Kopf so rückblickend Bilder von dem Sand und von diesem Zeitmesserglas sehe, habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich das doch drauf bezieht. Also, das ist für sich nochmal ein eigenes Thema, das ich sehr, sehr, sehr gerne weiter vertiefen und erkunden möchte. Und ich werde mir nochmal das Buch irgendwann zu Gemüte ziehen. Ich werde gucken, wie andere SchriftstellerInnen das vielleicht aufgegriffen haben, weil ich kann mir definitiv vorstellen, dass das ja, so ein Motiv ist, was sich der eine oder andere geschnappt hat und daraus dann nochmal eine für sich andere eigene Geschichte gemacht hat. Also wirklich, der Sandmann als Hörbuch in dieser Fassung, grandios, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Genau. Dann habe ich auch noch tatsächlich Sherlock Holmes also die Abenteuer des Sherlock Holmes als Hörbuch gehört, habe das aber nicht zu Ende gefasst, kann darüber jetzt auch nicht so viel sagen, weil die Hörbuchfassung, die ich hatte, die ging, glaube ich, 58 Stunden oder doch
nur 58 Minuten, nee, doch Stunden, weil ich habe ja ein bisschen länger gehört als jetzt nur eine Stunde. Und da hatte ich einiges dabei, also zum Beispiel der Reichenbach-Fall. Ja, ich kann aber jetzt leider nicht mehr wiedergeben, welche Bücher ich, also welche Geschichten, Abenteuer von Sherlock Holmes da besprochen worden sind, weil ich hatte mir das nebenbei nicht aufgeschrieben. Das war tatsächlich etwas, was während des Arbeitens wirklich so an mir vorbeigerauscht ist, aber vielleicht schaffe ich das unten in die Infobox nochmal zu packen. Also wie gesagt, ich habe diese Hörbuchfassung nicht beendet. Ja, aber war auch davon gut unterhalten und muss jetzt im Nachhinein sagen, dass es tatsächlich eine andere Art und Weise gab, wie Sherlock Holmes die Fälle, die ich jedenfalls gehört habe, aufgeklärt hat im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Hercule Poirot. Also ich finde, in den Fällen, die ich von Sherlock Holmes und Dr. Watson begleitet habe, dass das meistens nur unter den Zweien aufgeklärt worden ist. Also dass Sherlock ihm dann meistens gesagt hat, ja, das und das ist abgelaufen. Vielleicht doch mit einer dritten Person, die als Klient oder als Klientin aufgetreten ist, aber selten halt wirklich mal so in Aktion mit anderen Menschen in dieser Situation betreffend. Ja, genau. So, das waren die Hörbücher. Dann gehe ich jetzt an dieser Stelle weiter zu den Kinderbüchern. In dem Fall sind es nur, also weiß ich nicht, ob ich das jetzt als reines Bilderbuch. Es sind eigentlich mehr Bilderbücher, genau. Ich habe hier Rettet das Schloss, ein Abenteuer in Deutschland aus der Disneys Weltenbummler-Reihe vorgelesen. Das ist eine Reihe, mit der ich in den 90er Jahren auch aufgewachsen bin. Also tatsächlich ist das Buch schon sehr alt. Es stammt nämlich, beziehungsweise es wurde in Deutschland veröffentlicht 1994 und stammt aus der Reihe Disneys Weltenbummler. Es geht nämlich darum, dass Mickey und seine Freunde, also Dagobert, Goofy, ich weiß auch gar nicht, ob Minnie, Daisy zum Beispiel auch ein eigenes Abenteuer erleben, ja, in den verschiedenen Ländern der Welt unterwegs sind, hier zum Beispiel in Deutschland, dann gibt es zum Beispiel ein Abenteuer in Dänemark, Japan, Ägypten, Peru, also ich glaube, die Reihe hat über 20 Bände. So. Ich selbst bin mit einigen dieser Bücher aufgewachsen und ich habe da tatsächlich so ein paar Kindheitserinnerungen noch, die da mit verknüpft sind. Und mir wurde dieses Buch auch nur durch Zufall, oder ein Buch dieser Reihe, durch Zufall auf Kleinanzeigen angezeigt. Und dann war ich irgendwie total angefixt und habe mich daran erinnert und dass ich die so toll fand und dass sie ja auch ein bisschen lehrreich sind für Kinder. Und die Bücher von damals habe ich nicht mehr und dann war ich so, oh, die muss ich haben. Also die brauche ich für mein Kind, um ihr so ein bisschen die Welt einfach in Büchern zu zeigen. Ja, und das ist jetzt quasi das erste von den Büchern, welches ich ihr vorgelesen habe. Dazu sei gesagt, weil es ja Deutschland ist, kenne ich mich da ein bisschen aus. Es ist nur ein kleiner, minimal kleiner Blick auf Deutschland, der hier gezeigt wird. Was ja logisch ist. Also man kann ja nicht die ganze Bandbreite unseres Landes abbilden, um sie in einer, weiß ich nicht, 20, 24 Seiten, 32 Seiten Geschichte zu packen. Und ich finde, es ist auch nur der südliche Raum von Deutschland irgendwie zum Großteil hier mit in die Geschichte eingeflossen. Dagobert hat in Deutschland ein altes, zerfallenes Schloss recht günstig erworben. Und wir kennen ja Dagobert, er ist daran interessiert, in der Regel sein Vermögen weiter
zu vermehren. Und er hat vor, das Schloss abzureißen und aus dessen Steine quasi, also er möchte dann ja, das Schloss dann noch als Baumaterial verwenden und daraus eine Fabrik herzustellen, um eben ja, sein Vermögen weiter wachsen zu lassen. Tick, Trick und Track, seine Neffen begleiten ihn nach Deutschland. Aber Onkel Dagobert hat keine Zeit, beziehungsweise nimmt sich keine Zeit, mit seinen Neffen den Ort zu erkunden und schickt diese eben los. Alleine. Und die drei gehen ins Dorf, was an diesem Schloss angrenzt, und lernen unter anderem den jungen Hans kennen. Und Hans führt sie durchs Dorf und zeigt so, ja, das machen wir hier. Wir sind alle total stolz auf unser Schloss und wir freuen uns alle total, dass Onkel Dagobert quasi das Schloss gekauft hat. Und wir erhoffen uns, dass Onkel Dagobert es wieder instand setzt und unser Dorf vielleicht, ja, weiß ich nicht, ich sag mal durch Touristen oder so, davon profitieren kann, so. Also lernen Tick, Trick und Track an der Seite von Hans so ein paar deutsche Gebräuche kennen. Also sie entdecken eine Kuckucksuhr, wie die hergestellt werden. Beziehungsweise, dass ja, in Deutschland wohl auch sehr viel aus Holz geschnitzt wird. So Spielzeug, Uhren. Hier ist eine Schwarzwälder Kirschtorte abgebildet. Auch diese lernen sie kennen, oder sie reden über die Gebrüder Grimm. Also es sind halt so kleine Aspekte, die eben als Beispiel für Deutschland stehen. Und es ist wirklich eine zuckersüße Geschichte. Natürlich, mein Kind ist gerade noch 4 Jahre alt, ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung, um jetzt die Geschichte als solches so richtig zu begreifen, aber sie hatte Spaß dran, ihr hat es gefallen, sie hat mitgefiebert, ob das Schloss gerettet werden kann, was Onkel Dagobert jetzt macht und dass jetzt zum Beispiel die Schwarzwälder Kirschtorte außerhalb von Deutschland sehr bekannt und sehr beliebt ist und auch innerhalb unseres Landes von vielen sehr geschätzt sind. Das waren jetzt so Punkte, haben sie jetzt nicht großartig interessiert. Aber mit den Gebrüdern Grimm zum Beispiel konnte sie ja was anfangen, weil Märchen werden hier auch das eine oder andere Mal vorgelesen. Also wie gesagt, ich fand es ganz gut, es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, dass ich drüben am Schrank noch einige ja, Weltenbummler-Abenteuer habe und wir die dann nach und nach gemeinsam entdecken werden. So, dann mal wieder, ich weiß gar nicht, ob ich davon schon eins in die Kamera gehalten habe, ich glaube ja, Pia Pustelinchen, Hilfe für Herrn Tausendfüßler von Kathleen Freitag und von Anita Schmidt. Pia Pustelinchen ist eine kleine Pusteblumenfee. Ich glaube, man kann sie als Pusteblumenfee bezeichnet. Sie spielt gemeinsam mit ihren Freunden der Biene Bella und dem Marienkäfer Mario und der kleinen Ameise Frederik Wiesenball. Ja, und irgendwann schießt dieser kleine Wiesenball zu weit weg in der Nähe von Herrn Tausendfüßler. Und Pia macht sich quasi auf den Weg, den Ball wieder einzusammeln und lernt Herrn Tausendfüßler kennen und stellt halt fest, Herr Tausendfüßler hat ein Problem und bei Pia Pusteninchen, so eine tolle, liebe, nette, kleine, helfende Pusteblumenfee ist, möchte sie natürlich auch Herrn Tausendfüßler helfen. Ich finde die Geschichte einfach zucker süß. Ich mochte sie sehr. Ich mag gucke mal. Ja, ich mag die Illustration sehr. Ich mag die Figuren sehr. Pia Pustelinchen hilft natürlich allen, wo sie kann. Sie ist lieb, sie ist nett, sie ist freundlich, sie ist lustig.
Dann hat sie zum Beispiel ihren Freund Frederik, die Ameise, die ist eher ein bisschen ängstlicher, also zuckersüße Geschichte. Und meinem Kind gefällt ihn ganz gut. Sie hat das Buch sogar im Kindergarten vorgestellt und ihren Freunden dort eben vom Pierre Posteninchen erzählt. Also eine zuckersüße Bilderbuchgeschichte. So, und jetzt zum Abschluss kommen die Manga ran, die ich in diesem Monat gelesen habe. Und die Manga sind auch der Grund, weshalb ich ja im Monat Juni auf 18 Bände, also auf 18 Bücher gekommen bin, weil so ein Manga lässt sich ja doch recht schnell weglesen. Irgendwann werde ich es auch mal schaffen, ein komplettes Video zu den einzelnen Manga-Bänden, also zu der einzelnen Reihe als Ganzes fertig zu schneiden und hochzuladen. Gelesen habe ich Zur Hölle mit Endra Band 1, 2, das war ja 3 und dann den 4. Band. Das ist ja so eine Romance-Mystery-Reihe, die jetzt eher, ich sag mal so ab 12 ist, vielleicht ab 10 oder so. Also ja, war eine nette, kurzweilige Unterhaltung, war jetzt aber nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das wird jetzt für immer bei mir bleiben, weil bin dann doch ein bisschen zu alt jetzt mittlerweile für die Art der Geschichtenerzählung im Manga-Universum. Aber wenn es euch interessiert und ich es dann irgendwann mal schaffe, gibt es hier auch ein komplettes Manga-Video dazu. So, dann habe ich als letztes Kuss um Mitternacht gelesen. Das sieht man jetzt echt schlecht, ne? Wegen der Spiegelung. Das hier ist als solches abgeschlossen in 12 Bänden. Es ist eine Romance-Geschichte, eine Cinderella-Love-Story. Hier lernt nämlich die 16-jährige Musterschülerin Hinana durch Zufall einen heiß begehrten und berühmten Schauspieler-Superstar kennen. Und ja, die beiden verlieben sich ineinander. Quasi, also eine Cinderella-Geschichte. Diese Reihe hat insgesamt 12 Bände und ich habe im Juni Band 1 bis Band 10 gelesen. Ich bin jetzt am Ende mit meinem Lesemonat Juni und ich muss sagen, es war ein entspannter, schöner, ruhiger Lesemonat. Vielleicht hat es mich am Anfang so ein bisschen gestört, dass ich nur irgendwie zwei Bücher für mich, also die Manga sind ja auch für mich, aber zwei Bücher mit mehr Text als Bildern gelesen habe. Dann aber auch irgendwie ja im Laufe der Zeit dann festgestellt, manche Bücher müssen halt ein bisschen ruhiger gelesen werden, müssen ein bisschen ruhiger erzählt werden, ist auch vollkommen in Ordnung und ich möchte mich nicht hetzen und ja, dass ich mich dann dazu entschlossen habe, halt ein paar mehr Manga zu lesen, jetzt finde ich auch nicht so schlimm. Also mir hat auch der Lesemonat Juni gefallen. Wie war euer Lesemonat? Also Juni, ja. Obwohl, Juni kommt ja noch, also für mich jedenfalls. Kennt ihr eines der gezeigten Bücher und habt die auch schon gelesen oder würdet die gerne lesen wollen? Egal, was ihr sagen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich drüber und ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!